Ja, die haben zuletzt 2 Unentschieden geholt, auch in Offenbach unentschieden gespielt. Pirmasens ist nicht gut in die Runde gestartet, hat jetzt gefühlt ein bisschen Stabilität bekommen, hat mit Cessa eben auch noch einen guten Spieler verpflichtet. Ja, ich erwarte einen harten Kampf. Wir wollen alles dafür tun, was in unseren Körpern drin steckt, um das Spiel zu gewinnen. Und bin da auch sehr zuversichtlich, dass das gelingt. Ja, sie haben gute Leute in der Offensive, die immer wieder auch gefährlich sind. Sie haben viele Torschancen gerade vergeben noch. Ja, aber sie haben sich Torschancen erspielt. Insofern nehme ich das auch wahr und bereite die Mannschaft darauf vor, dass sie eine Offensive hat, die gerade im Moment 2 Tore geschossen hat, aber schon auch viel mehr Torschancen hatte, um mehr Tore zu erzielen. Das sollte gegen uns eben auch nicht gelingen. Wir brauchen eine hohe Intensität in unserem Spiel. Über Standardsituationen glaube ich auch, sind sie nicht ganz ungefährlich. Dementsprechend ja, sehe ich ein paar Punkte, die wir beachten müssen, aber auch einiges, wo wir sagen, da können wir Erfolg draus ziehen, können wir gut sein und das wollen wir. Ja, wir waren natürlich Anfang der Woche ein bisschen genervt über das Ergebnis gegen Homburg. Das wollen wir verändern, haben ein bisschen Wut in uns. 2 Niederlagen hintereinander fühlen sich einfach nicht gut an. Das wollen wir verändern, wollen das auch mit Macht beweisen und zeigen, dass wir das können. Und dementsprechend war die Trainingswoche konzentriert mit Inhalten, die wir auch zuletzt schon mal angesprochen hatten, dass wir gut verteidigen. Und das wollen wir halt weiterhin tun. Nee, alle anderen sind soweit gesund. Gaëtan hat das erste Mal trainiert, der hatte Anfang der Woche ein bisschen Probleme. Manu fällt aus, der ist am Samstag so schwer verletzt worden in dem Spiel, dass er eben nicht trainieren kann. Und wie lange er ausfällt, weiß ich noch nicht ganz genau, aber der fällt sicherlich aus.